woher kommt der denn? Hier war doch kein großer Baum gestanden, oder? Okay, hier sieht es aus, als ob ich dann Holz vergessen hätte. Ja, man sieht sogar schon. Okay. Jetzt dürfen wir... Ist das unser Spawnpunkt? Der grüne Fleck? Der Wald verdeckt einfach die Sicht auf die Burg. Das ist gut. Oh Mensch. So. Alter! Wieso rennen mir diese Hühner immer in die Axt rein? Können doch nicht einfach... Ist doch wie, es würde ihr bei einem Holzhacker, der gerade Holz hackt. Hackt, hackt, hackt heißt das, glaube ich. Ich glaube, es hackt. Dein Gehirn. Oh. Ja, Alter. Bleib mal, danke. So. Können die alle einfach auch, während der gerade Holz hackt, so am Hackstock, so schön, aber sagen, ich lege mal meine Hand dazwischen, mal schauen, was passiert. Wenn die Axt schon nach unten geht, dann ist eure Hand dann schon ab. Aber, selbst wenn euch dann der Arm fehlt, ne, lieber Arm dran, als dann halt doch Arm ab. Und genau deswegen solltet ihr niemals im Leben als, also unter, keine Ahnung, wo gerade Holz zerkleinert wird, da eure Hand unterlegen. Außer ihr müsst euch den Arm notamputieren, weil, was weiß ich, wollen, weil ihr irgendwo feststeckt oder so. Frage. Ja doch, also ganz einfach. Das ist zum Beispiel gerade im Wald. Holzfeld. Schön, ja. Und dann fällt euch ein Baumstamm voll auf den Arm. Und der Baumstamm ist ja jetzt nicht gerade leicht, so ein Fall gefallener Baumstamm, ne? Oh, ich habe keine Axt mehr. Was macht man denn dann, ne? Was in der man ist Rechtshänder. Die linke Arm liegt unter einer Tonne Baum. Ist vermutlich richtig schön mehrmals gebrochen. Das in der rechten noch den Arm. Es wird dunkel. Und du siehst einen Fuchs auf dich zu rennen. Wo du genau weißt, da würde ich jetzt angreifen. Ist genau was machst du dann in der Situation, ja? Vermutlich das einzig richtig logische, wo du dann überlebst, dürfte wahrscheinlich sein. Säg dir, also hack dir den Arm ab und renn einfach nur weg. Wäre dann quasi so ähnlich wie der arme Mann, der beim Klettern sich den Arm auch eingeklemmt hat. Er hat das ja auch nur deswegen überlebt, weil er sich dann einen Arm abgeschnitten hat. Das sind Geschichten, das ist Wahnsinn. Wenn man das so hört, denkt man sich, das ist doch niemals so passiert. Und man weiß es, dass es so war. Er hat es immer noch Video festgehalten. Oder ist, glaube ich, bei Dreharbeiten zu dem deutschen Film, war der Film dort, ich weiß nicht, irgendwas zu Fritz Caraldo, habe ich durch Zufall mitgekriegt, weil ich dadurch diverse YouTube-Videos, meistens also über die Parodien von Klaus Kinski, bla bla bla, über zahlreiche Ecken bin ich dann zu einer Dokumentation über diesen Film gekommen. Und er hat einem ich glaube einem Holzfäller mitten im Dschungel hat eine Schlange gebissen. Das kommt ja quasi nie vor, weil die Schlangen, die haben ja Angst vor einer Motorsäge. Das ist ja saumäßig laut, auch für die. Und naja,
Es war die giftigste Schlange von allen. Das Lager war 20 Kilometer, ne, nicht 20 Kilometer, 20 Minuten. Wohl kommt im Dschungel wahrscheinlich mit Kilometern auch ganz gut hin, die Entfernung. Eine Minute kann man dann mit dem Auto vielleicht 1 Kilometer, weil es hier allein ist ja furchtbar umwegsam dort. Und was macht man dann in der Situation? Du wurdest gerade ins Bein gebissen? Das Gift verbreitet sich rasend schnell im Körper. Die einzig logische Reaktion, er hat die Kettensäge ausgemacht, 5 Sekunden gewartet. Dann kurz daran nachgedacht, was macht er jetzt? Und dann die Kettensäge wieder eingeschaltet und sich das Bein abgetrennt. Er hat's überlebt. Es ist schier unfassbar, wie auf welche skurrile Arten man sich das Leben selbst retten kann, ne? Also wirklich, das... So. Gut. Die ersten... Alter, ich habe schon 4 Äxte angebraucht. Das ist... Wahnsinn. Also... Supi. Die Musik ist cool. Hüpf. Hopp. Und Baum fällt. Bei denen haben wir gesagt, lassen wir stehen. Ich immer wieder bei der Hälfte vom Baum aufgehört zu fällen. Warum auch immer. Also wieder ein großer Baum. So. Ja. Alter. So. Alter, ich wechsle immer auf die falsche Seite. Das ist ja wahnsinnig. Dap, dap, die dup. Oha. So. Alter. Ah, doch, ich komme dran. Was ich für Arme haben muss, Alter. Das Zeug ist 5 Meter entfernt und ich kann's abhauen. Mit einer Axt. Da wird's auch schon wieder Nacht. Ey, dass es immer nur Nacht werden muss in diesem Spiel. Muss auch zukommen. Das Holz ist zumindest mal eine nette Abwechslung zum ganzen Bergabgraben. Der einzelne Baum hiervon ist gewachsen. Auch schön. Dumm-di-dumm-di-dumm.
So. Gut. Oh, eine Kuh. Wo kommt die denn her? So. Dann wollen wir mal. Hier immer schön das machen. Tap, tap, tap. Jede Gesetzlänge. Immer schön einsammeln das Ganze. Oder wir machen es einfach mal so. Gut. Oh ja, da hätte ich jetzt schon fast was Dummes. Alter, diese ganzen Setzlinge hier, ne? Gemacht. Oh, da vorne ist es dunkel. Warum ist es denn hier dunkel? Ach, so weit ging die. Warum fahren wir doch wieder mal nicht? Fasziniert, für wie klein diese Baumform am Anfang ausgelegt war, ne? Und jetzt ist hier überall Holz und es ist dunkel. Und ich werde die Baumform an, so wie sie jetzt ist, abreißen und woanders nochmal neu aufbauen. Nämlich dort vorne, wo schon alles auf einer Ebene ist. Weil es das Ganze wesentlich leichter macht. Und ich dann wieder von unserem Spawnpunkt aus eine schöne Sicht auf die Burg habe. Vielleicht wäre es ganz lustig, wenn der Spawnpunkt da, wo er ist, den können wir ausfindig machen mit dem Kompass. Dass wir dann dort einen schönen großen Platz machen, wo dann daneben der große Hauptbahnhof sein wird. Von dem aus wir dann überall unsere Bahnstrecken überall hinziehen werden. Ich denke, das wäre ganz cool. So. So. Hüp, hüp. Aber es ist echt sehr, sehr, sehr krass. Wie? Viel Holz das ja ist. Das ist das insgesamt dritte, wo wir Holz abernten. Glaube ich. Beim ersten Mal haben wir teilweise oben das Laub abgeholt. Ne, warte. Das war das zweite Mal, glaube ich. Beim ersten Mal haben wir das Laub oben mehr oder weniger hundertprozentig abgebrannt.